Die Einladung. Mein Vortrag hat zwei Teile. Ich habe heute ausnahmsweise keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, weil wir mehr über immaterielle Dinge reden. Sonst in der Vorlesung bei den Medizinern, da muss man über Bilder zeigen und Embryonen und wie sich alles entwickelt. Heute geht es darum, dass wir uns auf einen Prozess einlassen. Ein Prozess der Reflexion. Können Sie mich hören da oben? Geht das? Ein Prozess der Reflexion, der Sie mitnehmen möchte auf eine doppelte Reise. Und diese beiden Reisen haben etwas miteinander zu tun. Das eine ist die Reise nach außen in die Welt der Wissenschaften. Was hat Christentum oder was hat Theologie mit dem Rest der Wissenschaften zu tun? Und die zweite Reise ist die Reise nach innen. Was ist dasjenige, was den Menschen in seinem Inneren ausmacht, was sein Wesen ausmacht? Man könnte es auch mit den drei Fragen von Immanuel Kant zusammenfassen. Was kann ich wissen? Die Frage der Erkenntnis oder auch die Frage der Wissenschaft. Was soll ich tun? Die Frage der Ethik. Was darf ich hoffen? Die Frage der Religion. Und ich möchte es ergänzen um die Frage, was geht eigentlich in mir vor? Die Frage der Spiritualität. Und ich versuche das ein bisschen zusammenzubringen. Das wird unvollständig bleiben, aber wir haben hinterher ein bisschen Zeit zum Diskutieren. Ich dachte mir, ich spreche ungefähr bis 17:45 und dann können wir bis in die Nachtstunden hinein, wenn Sie wollen, darüber sprechen. Wenn man spricht über Theologie und Wissenschaften, dann lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen, was viele nicht wissen. Die Wissenschaften, wie wir sie heute haben, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Jura, Geschichtswissenschaften sind aus der Theologie hervorgegangen. Ich möchte heute Abend ein bisschen Werbung machen für das Christentum, aber nicht für ein Christentum, wie Sie es wahrscheinlich in der Schule gelernt haben oder wie Sie möglicherweise katholisch verstellt worden sind, sondern für ein Christentum, wie es ursprünglich gemeint ist, war und ist. Und das Erste ist, dass das Christentum eine Philosophie des Logos ist. Eine logische Religion, könnte man sagen. Und daraus sind die Universitäten entstanden, Paris, Bologna, deswegen auch hier noch übrigens Wien, was ich gerade erst gelernt habe. Wir haben jetzt 650 Jahrfeier gefeiert, wo es wird die Universität Wien, die katholisch-theologische Fakultät, nichts gegen die Protestanten, sind allerdings etwas jünger als wir, ist die älteste durchgehende theologische Fakultät der Welt. Universität 1365 Wien gegründet, danach erst die Theologie, das hatte verschiedene Gründe, hat mit dem Papst zu tun gehabt. Jedenfalls aus dem theologischen Nachdenken sind die Wissenschaften entstanden, leider im Laufe der Geschichte ein bisschen unter dem Druck der Theologie und die Wissenschaften haben sich erst etabliert oder die Theologie hat sie freigegeben, eigentlich erst vor 50 Jahren. Um das Zweite Vatikanische Konzil herum hat man gesagt, die Wissenschaften sind frei, sie sind autonom, sie haben ihre eigenen Methoden. Bis dahin war eigentlich immer noch die Theologie diejenige, die auf allem saß, wie so eine Henne, die alles beobachtet und die Eier ausbrütet und der Papst das Oberhaupt beobachtet, ob er richtig geforscht wird. Sie kennen noch die Streitigkeiten vor 4, 5 Jahren, als der Kardinal einen Artikel schrieb in der New York Times über Evolution und Schöpfung. Da hat er einen Begriff verwendet, der 1870 im Ersten Vatikanischen Konzil verwendet wurde, nämlich den Begriff Certo. Mit Sicherheit kann der Mensch mit seiner Vernunft aus der Natur Gott erkennen. Und da haben die Naturwissenschaftler natürlich wieder aufgeschrieben, zu Recht, haben gesagt, wenn wir Gott nicht erkennen mit unserem naturwissenschaftlichen Forschen, dann sind wir eben böse Menschen, weil wir könnten ihn ja eigentlich nach der Lehre der Kirche mit Sicherheit erkennen. Also wenn wir ihn nicht erkennen, machen wir etwas falsch. Und dann gab es einen Kongress über Evolutionstheorie hier in Wien und der Kardinal hat auch gesprochen. Es gab große Proteste, was hat ein Kardinal zu suchen auf einem naturwissenschaftlichen Kongress. Er hat dann trotzdem gesprochen, er hat gesagt, das, was er in der New York Times geschrieben hat, war ein bisschen heuschnittartig. Er hat sich sozusagen bekehrt, er hat sich auf den neuesten Stand der Forschung gebracht und das hat wieder etwas mehr Frieden gestiftet. Ich will das nur am Anfang gleich sagen, dass das Verhältnis der Theologie zu den Wissenschaften, speziell zu den Naturwissenschaften, auch zur Psychologie übrigens, nicht immer unproblematisch war, ich würde sogar sagen, in manchen Ländern immer noch ist. In Amerika gibt es immer noch Bücherverbote über Evolutionstheorie. In bestimmten konservativen, katholischen Kreisen sieht man das nicht so gerne. Ich möchte versuchen, diese Widersprüche heute aufzulösen.
Eine Vorbemerkung: wissenschaftstheoretisch müssen wir unterscheiden zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Ich bin von Hause aus ein Naturwissenschaftler, ich habe Pharmazie und Medizin studiert und dann erst Geisteswissenschaften, Philosophie und Theologie und merke immer mehr, wie unterschiedlich die Denkweisen sind. Der Naturwissenschaftler geht an die Welt heran und versucht, das zu messen, was nur irgendwie messbar ist. Sie können Blutdruck messen, Sie können Herzfrequenzen messen, Sie können Fieber messen, alles Mögliche. Und so geht der Naturwissenschaftler an die Frage ran, wie ist eigentlich die Welt? Die Welt ist im Grunde für den Naturwissenschaftler nur die Welt, die irgendwie mit Experimenten zu handeln ist, die zu messen ist. Dann gibt es da ganz andere Lebensbereiche. Fragen des Vertrauens, Fragen der Wahrheit, Fragen der Liebe, die sind naturwissenschaftlich so nicht zu fassen, sie sind aber existent. Damit befasst sich die Psychologie, auch die Soziologie, die psychosomatische Medizin mit Einzelschicksalen, mit Individuen. Und natürlich die Philosophie und die Theologie. Die Philosophie und die Theologie hat kein Laboratorium. Wir haben kein Mikroskop, wo wir irgendwas nachschauen. Ich habe meine medizinische Doktorarbeit geschrieben über ein sehr naturwissenschaftliches Thema, was jetzt für Sie interessant wird. Pollenflug, Allergien. Wenn die blühenden Bäume jetzt anfangen zu blühen, dann kriegen wir Allergien. Und ich habe damals nachgewiesen, was jetzt sozusagen gang und gäbe ist, dass man das weiß, dass diese Menschen mit der Zeit leider auch gegen Äpfel allergisch werden. Also das naturwissenschaftliche Denken ist im Labor, ist am Menschen und versucht alles in das Raster zu bringen, dessen, was messbar ist. Und die Philosophie hat gar keine Methode, könnte man sagen. Nämlich, sie hat nur den reinen Verstand oder noch genauer die Vernunft. Vernunft kommt von Vernehmen, Verstand kommt von Verstehen. Ich kann verstehen, wie so ein Computer funktioniert. Die Stille der Wüste kann ich vernehmen, die kann ich nicht verstehen. Also Verstehen hat was mit Gegenständen zu tun. Vernehmen ist tiefer, geht tiefer hinein in das Innerste des Menschen, seine Emotionalität. Ich kann vernehmen, wie der andere mit mir umgeht. Also der Vernunftbegriff ist der größere Begriff im Gegensatz zum Begriff des Verstandes und des Verstehens. Es ist interessant, dass der Professor Zielinski, einer der großen Krebsforscher, jetzt, glaube ich, in einer Presse oder im Standard vor einigen Wochen schon gesagt hat, mit einer Überschrift: Wir wollen Krebserkrankungen verstehen lernen. Und ich glaube, er hat gar nicht ganz genau gewusst, wie tief diese Aussage ist. Denn wissenschaftstheoretisch gesehen geht es in der Naturwissenschaft zunächst nur darum, Dinge zu erklären. Dinge zu verstehen ist ein geisteswissenschaftlicher Prozess. Wilhelm Dilke hat viel darüber philosophiert, dass die Naturwissenschaften versuchen, mit ihren Methoden die Welt zu erklären und die Geisteswissenschaften sie zu verstehen. Und genau da sind wir an dem Punkt, über den ich heute Abend sprechen möchte. Wir müssen nämlich beides miteinander kombinieren. Wir müssen die erklärenden Naturwissenschaften mit den verstehenden Geisteswissenschaften zusammenbringen. Das haben wir schon ansatzweise getan mit den Fragen der Ethik. Ich bin Mitglied der Bioethikkommission hier beim Bundeskanzler. Ich werde auch darüber ein bisschen was berichten. Wir haben durch ethische Fragestellungen sozusagen auch in die Medizin und die Naturwissenschaften, in die Biologie, in die Physik geisteswissenschaftliche Aspekte schon hineingetragen, weil es gar nicht mehr anders zu lösen ist. Aber es geht lange nicht weit genug und ich möchte Ihnen heute zeigen, dass das viel weitergehen müsste, weit über die Ethik hinaus. Wir haben in Deutschland schon vor 5, 6 Jahren einen Arbeitskreis gegründet, transdisziplinären Arbeitskreis für Spiritualität und Krankheit. Wir wissen sehr viel über diese Zusammenhänge. Ich möchte auch darüber nachher ein paar Sätze verlieren. Wir haben jetzt hier im Otto-Mauer-Zentrum, habe ich gegründet, mit 10 Professoren aus den verschiedensten Gebieten, einen transdisziplinären Think Tank, dass wir uns über große Entwicklungen Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich. Sie haben das jetzt gesehen, Gene Editing, das Genom soll nicht nur erforscht werden, sondern man will es edieren, man will es herausgeben, man will es sozusagen neu zusammenstellen, und zwar nicht nur für somatische Zellen im Organismus, sondern auch für Keimbahnzellen, Spermien, Eizellen und in den frühesten Embryonalstadien. Das ist deswegen von großer Bedeutung, weil es Auswirkungen hat auf die ganzen nächsten Generationen. Also wir werden immer tiefer eingreifen in die Natur, wir werden immer mehr versuchen, sie zu manipulieren. Und umso wichtiger wird die Frage, was sollen wir eigentlich tun? Umso wichtiger wird die Frage, wer ist der Mensch? Und wie weit sollen wir ihn durch unsere gestalterische Kraft manipulieren, und zwar für die nächsten 100 Generationen? Das heißt, die Probleme, die vor uns liegen in der Medizin, ich bin auch Mitglied in einem Ethikbeirat einer großen Pharmafirma, wir diskutieren die ganzen Fragen. Wie kann eine Gesundheitsversorgung besser gemacht werden in Österreich, in Europa? Das Geld geht uns aus, die Behandlungen werden immer teurer. Auch das hängt damit zusammen, dass wir ein eindimensionales Menschenbild haben. Wir können den Menschen nicht mehr wie eine Maschine behandeln. Ich bin etwas schroff und sage, die Medizin hat leider immer noch ein Menschenbild von vor 200 Jahren. Lommaschine, der Mensch als Maschine, da ist ein Organ kaputt, wir nehmen es heraus und stecken ein neues hinein.
Ist etwas überspitzt, aber diese Eindimensionalität des Menschenbildes reicht zur Lösung der Probleme in keinster Weise mehr aus. Wir haben ein bisschen psychosomatische Medizin dazu bekommen, aber auch das reicht nicht hin, weil der Mensch eben ein mindestens dreidimensionales Wesen ist. Die ganzen geistigen Fragen, geisteswissenschaftlichen Fragen, spirituellen Fragen sind nach wie vor weitgehend ausgeblendet, und ich möchte gleich dazu sagen, auch durch unsere eigene Schuld, weil wir das Christentum reduziert haben auf ein paar Moralvorstellungen und die existenzielle Dimension des Christlichen vollkommen außer Acht gelassen haben. Die Menschen suchen Spiritualität, sie gehen nach Asien, sie machen Zen-Buddhismus, sie würden nie auf die Idee kommen, in eine christliche Pfarrgemeinde zu gehen, um dort Spiritualität zu suchen. Nebenbei bemerkt, sie werden es auch wahrscheinlich nicht finden. Vielleicht in Klöstern, bei Ordensleuten, aber nicht in dem herkömmlichen, was wir so unter Christentum verstehen. Also wir haben die verschiedenen Wissenschaften, grob gesprochen Naturwissenschaften, Biologie, Physik, Chemie. Medizin ist weitgehend naturwissenschaftlich geprägt, und dann haben wir die Geisteswissenschaften, Philosophie, Theologie. Die Philosophie kann sich Gedanken machen bis zum Tod, bis zum Ende des Lebens, und dann hört das Denken auf. Die Philosophie kann mit Hegel darüber nachdenken, was Endlichkeit als Endlichkeit bedeutet. Hegel hat eine ganze Trinitätstheologie philosophisch durchdacht. Das brauchen wir. Wir wollen eine philosophische Theologie. Nämlich mit der Frage, wie kommt es eigentlich, dass der Mensch über die Endlichkeit als Endlichkeit nachdenken kann? Und da ist das kleine Wörtchen als von großer Bedeutung. Der Mensch kann nämlich über die Endlichkeit als Endlichkeit nur nachdenken, weil er immer schon in einem absoluten Raum steht. Ich kann dieses Pult nur als endlich erkennen, 2 Meter hoch, 1 Meter breit, 1 Meter tief, weil ich in einem anderen Raum stehe. Und ich kann diesen Raum nur als endlich erkennen, weil ich hinausschauen kann und weiß, dass dort ein größerer Raum des AKH ist. Wenn ich auf das Dach des AKH trete, sehe ich, dass wir in Wien sind, und dann sehe ich, dass wir in Europa sind, und dann sehe ich, dass wir in einem Kosmos sind. Das heißt, die endlichen Phänomene kann ich nur immer dann als endlich erkennen, wenn ich schon darüber hinaus bin. Das heißt, der Mensch ist von seiner Geiststruktur her immer schon beim Absoluten. Ob er das will oder nicht, ob er das ausdrücklich reflektiert oder nicht, er kann gar nicht anders. Die einzige Frage, die sich stellt, und die reicht tief in die Theologie hinein, was ist dieses Absolute? Und meine Damen und Herren, da gibt es auch wieder nur 3 Möglichkeiten, weil unsere Sprache nicht mehr Ausdrucksmöglichkeiten, die Semantik nicht mehr Möglichkeiten bietet. Das Absolute kann entweder ichhaft sein oder duhaft sein, also personal. Gehen Sie mal die ganzen Personalpronomen da durch. Ich, du, er, sie, es. Ich ist personal, du ist personal, er ist personal, sie ist personal, es ist sächlich. Also das Absolute könnte auch sächlich sein, das Schicksal. Die Menschen sagen immer, das Schicksal meint es gut mit mir. Wo ich mich immer frage, das Schicksal, wie soll das sein? Und wie soll das Schicksal, das sächliche Schicksal, es gut meinen? Begriffe wie gut und schlecht sind personale Begriffe und keine Begriffe von Sachen. Esshaft ist das Schicksal. Übrigens, so hat Augustinus den freien Willen durchdacht, hat er gesagt, ja, wenn alles nur dem Schicksal unterliegt, dann brauche ich ein Kind in der Schule auch nicht zu loben, weil das Schicksal meint es halt mit dem einen gut und mit dem anderen schlecht. Wenn ich dein Kind lobe, dann lobe ich es für seine eigene Leistung, und dann muss er Freiheit haben. Also die ganze Frage nach dem freien Willen hat die Philosophiegeschichte befasst. Und sie ist wesentlich auch für unsere Diskussion heute Abend. Also das Absolute ist da, implizit da, in meinen Reflexionsprozessen. Wie gesagt, es kann personal sein, ich, du, er, sie. Es kann sächlich sein, es, oder wenn Sie wollen, wie in Asien, apersonal, was immer das heißen soll. Buddhismus, eine Religion ohne Gottesvorstellung, ohne ein Gegenüber. Wenn Sie Zen-Buddhismus machen, sitzen Sie 10 Stunden vor der Bank. Leer werden, das ist eine Technik, das kann einen gewissen Sinn haben, damit man mal mit den Gedanken zur Ruhe kommt. Aber die Frage ist, was kommt hinter der Wand? Oder was ist dieses Nichts? Oder was ist diese leere Wand? Und da würde man aus christlich-jüdischer und auch muslimischer Perspektive sagen, dort ist ein Gegenüber, ein Du. Also aus christlicher Perspektive ist dieses Absolute ein Gegenüber. Aber, meine Damen und Herren, kein Gegenüber, was wir uns so vorstellen müssen wie ein Mensch. Zwar schon als Christen, weil nach unserer Auffassung Gott Mensch geworden ist, aber gleichzeitig übersteigt er auch das Menschliche. Wir haben schon im 4. Laterankonzil von 1215 den Begriff der Analogie eingeführt. Wenn wir über Gott sprechen, dann ist es so ähnlich wie bei Menschen und im Maße der Ähnlichkeit auch ganz unähnlich. Das würde ich auch gerne den Theologen öfter mal sagen. Wir reden so leicht über große Begriffe wie Liebe oder Gott. Wir müssen immer dazu denken, dass unsere Begriffe nur ganz kleine Ausschnitte der Wirklichkeit erfassen können.
Und dass das, was wir über das Absolute sagen, nie hinreichend durch Begriffe zu erklären ist. Übrigens, wenn Sie es christlich wollen, Jesus Christus wird gefragt, was ist Wahrheit? Und an irgendeiner Stelle sagt er, ich bin die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit ist etwas Lebendiges, ich kann sie nie fassen, ich kann sie auch in keine Dogmatik pressen, ich kann sie in keine Bücher pressen, sondern die Wahrheit entzieht sich mir, so wie sich Menschen einander entziehen. Sie wenden sich einander zu, aber sie entziehen sich auch. Wir können die Wahrheit nie ganz fassen, geschweige denn in Sätzen zusammenfassen. Das ist übrigens auch ein interessantes Phänomen der Naturwissenschaften, dass die Naturwissenschaften auch das Leben nicht fassen können. Im Gegenteil, je mehr sie erkennen, desto mehr erkennen sie, was sie nicht erkennen. Mit jeder neuen beantworteten Frage tun sich 10 neue Fragen auf. Das ist das, was die Forschung im Grunde vorantreibt. Wir hatten jetzt 365 Jahre Feier Universität, da hat ein sehr kluger Professor aus Basel einen Vortrag gehalten. Er hat gesagt, Wissenschaft besteht nicht darin, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Und aus jeder beantworteten Frage entstehen 10 neue Fragen. Also, die Philosophie endet bei der Frage, was ist der Mensch? Was ist menschlicher Geist? Der menschliche Geist ist ausgerichtet auf das Absolute. Die Philosophie kann nichts sagen über die Frage, warum es die Welt überhaupt gibt. Leibniz hat diese Frage schon gestellt. Ich wundere mich, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Und die Philosophie kann auch keine Auskunft geben über die Fragen, was ist eigentlich nach dem Tod? Alle großen Weltreligionen, die 5, haben sich natürlich befasst mit der Frage nach dem Tod. Die beiden asiatischen Religionen, Hinduismus und Buddhismus mit der Reinkarnationslehre und dann Judentum, Christentum mit der Frage, gibt es eine jenseitige Gerechtigkeit? Das Judentum ganz stark geprägt von der ausgleichenden Gerechtigkeit im Jenseits. Übrigens, sehr spät erst in den Makkabäerbüchern im Alten Testament kommt diese Jenseitsvorstellung zum Tragen oder zum Vorschein. Christentum spricht von der Auferstehung der Toten, nicht von der Unsterblichkeit der Seele, meine Damen und Herren, wie das platonische Philosophie getan hat, sondern von der leiblichen Auferstehung. Und die Muslime sprechen vom Paradies. Ich werde heute nicht über die Unterschiede dieser Jenseitsvorstellungen philosophieren. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass die Religionen auch dort einsetzen, wo die Philosophie an ein Ende kommt. Etwas schmunzeln zugespitzt, ich weiß, dass hier einige Philosophen sitzen, die fragen mich immer, was macht ihr eigentlich? Früher hieß unser Institut für Moraltheologie, das geht ja heute gar nicht mehr. Also haben wir es umbenannt in theologische Ethik und dann fragen die mich immer, was ist denn der Unterschied zwischen theologischer Ethik und philosophischer Ethik? Und dann sage ich ja, dass wir alle Religionen mit hinzunehmen. Das heißt, die theologische Ethik ist weitaus umfassender als die philosophische. Gut, also, wissenschaftstheoretisch, Naturwissenschaften versuchen die Welt zu verstehen, indem sie, und das ist das Poppersche Wissenschaftsideal der Naturwissenschaften, ich würde sagen, bis heute gültig, indem sie Hypothesen aufstellen, wie denn die Welt möglicherweise geworden sein könnte. Man sieht, die Welt entwickelt sich evolutiv. Man versucht, diese evolutive Entwicklung der Welt einigermaßen zu verstehen. Man entwickelt dazu eine Theorie, eine Evolutionstheorie und versucht jetzt mit Experimenten, das hat Darwin getan, diese Theorie zu falsifizieren oder zu verifizieren. Also sie entweder als richtig zu erweisen oder als falsch zu erweisen. Und ich glaube, dieses Wissenschaftsparadigma für die Naturwissenschaften gilt bis heute. Naturwissenschaften bringen keine Wahrheit hervor, sondern sie geben nur Antwort auf die Frage, die ich stelle. Also ich mache 2 etwas primitive Beispiele. Wenn Sie ein Gen suchen für Fettleibigkeit, dann werden Sie es wahrscheinlich finden. Aber damit ist nicht die Frage beantwortet, ob Fettleibigkeit auch mit der Nahrungsaufnahme zu tun hat. Ich habe letztens im Radio gehört, waren ganz große Forschungsergebnisse. Wer morgens keinen Kaffee trinkt, also nicht frühstückt, kriegt öfter einen Herzinfarkt. Aha, habe ich gedacht, das ist eine interessante Frage. Ich habe die Studie nicht kontrolliert, ich vermute, dass was ganz anderes dahinter steckt. Die Leute, die so gestresst sind, dass sie nicht einmal Zeit haben zum Frühstück, die kriegen leichter einen Herzinfarkt. Also es liegt nicht daran, dass sie nicht frühstücken, sondern die eigentliche Frage ist was ganz anderes, nämlich sind sie so gestresst, dass sie nicht frühstücken und weil sie so gestresst sind, deswegen kriegen sie den Herzinfarkt. Ich will Ihnen nur an diesen beiden Beispielen zeigen, dass entscheidend ist, welche Frage ich stelle. Die Frage entscheidet über die Antwort. Ich sage ein drittes Beispiel. Man hat in der Genetik bis vor 10, 15 Jahren gedacht, dass die Bereiche zwischen den Genen, die Gene liegen so aufgeschnürt wie auf so einer Perlenkette, mit unregelmäßigen Abständen. Und dazwischen sind immer Bereiche, wo keine Gene sind, wo keine Information ist.
Man hat lange Zeit gedacht, dass diese Bereiche zwischen den Genen Chip-Junk sind, Junk-DNA, also ohne Information. Da hätte ich als Philosoph oder noch mehr als Theologe sofort gesagt, Gott oder die Natur macht nichts Sinnloses. Also schaut doch mal nach, ob nicht doch zwischen den Genen etwas Sinnvolles ist. Und siehe da, die Hauptinformation für die Komplexität der Verschaltung zwischen Genen und Epigenetik liegt zwischen den Genen. Gene, das wissen Sie vielleicht aus den neuesten Publikationen, müssen geschaltet werden, angeschaltet werden, abgeschaltet werden. Und diese Zusatzinformationen, die die Gene schalten, via Lichtschalter an- oder abschalten, liegen unter anderem in den Bereichen zwischen den Genen. Wir wissen heute hier nebenan im CEM-Institut, ein guter Freund von mir ist einer, würde sagen, der begabtesten Epigenetiker, die wir überhaupt haben. Er kommt gerade aus Harvard herüber, hat mir gesagt, wir haben 30.000 Gene. Und wir kennen inzwischen 1,5 Millionen epigenetische Zusatzinformationen, die darüber entscheiden, wie Gene geschaltet werden. Nur ein Beispiel, alle Krebserkrankungen haben einen genetischen Hintergrund, aber wenn die geschädigten Gene nicht aktiviert werden, entsteht keine Krebserkrankung. Das heißt, zu den genetischen Grundinformationen kommen immer zusätzliche Schaltinformationen und die nennen wir Epigenetik. Und wer ganz gut ist in Mathematik, ich bin es nicht, kann sich mal überlegen, wie viele Möglichkeiten es gibt bei 30.000 Genen Grundinformationen und 1,5 Millionen epigenetischen Zusatzinformationen. Da stellt sich das sogenannte Big Data Problem, dass wir das nicht rechnen können. Ich hatte mal in einem Seminar, habe ich dazu jemanden referieren lassen, der sich ganz gut auskannte, der hat, glaube ich, das mal irgendwo in einer Studie gefunden. Um diese Daten zu verarbeiten, brauchte man die größten Computer der Welt und die würden ungefähr 4 Monate brauchen, um diese Daten hochzuladen. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie komplex das wird. Und das wollte ich damit sagen, je tiefer wir eindringen in die Materie, je mehr wir naturwissenschaftlich wissen, desto weniger wissen wir. Ich saß vor ein paar Monaten zusammen in Berlin mit einem Medizin-Nobelpreisträger, der letztes Jahr einen Medizin-Nobelpreis bekommen hat, hat gesagt, wir wissen im Grunde gar nichts in diesem Bereich. Weil die Komplexität der Verschaltung so phänomenal riesig ist. Also noch einmal, ich bin immer noch bei der wissenschaftstheoretischen Vorbemerkung, dann muss ich Ihnen etwas sagen, was ein Christentum ist, weil das ist unser Thema. Noch einmal vielleicht anders formuliert. Wir haben seit Galileo Galilei ein ganz stark naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild. Die alte Naturphilosophie der Griechen hat die Natur nur betrachtet. Daher kommt das Wort Horanthropos, der griechische Begriff für Mensch. Horanthropos ist das Wesen, das schaut. Er staut zu den Sternen, er sieht die Sandkörner am Meer und er staunt über die Größe des Kosmos. Daher kommt das Wort Horanthropos. Übrigens, das Staunen ist der Beginn aller Philosophie oder in heutiger Zeit das Zweifeln oder das Verzweifeln. Karl Jaspers hat eine ganze Philosophie der Grenzerfahrung geschrieben, die heutigen Menschen verzweifeln und dann, wenn sie Glück haben, kommen sie durch die Verzweiflung zu den eigentlichen Fragen. Früher, da wir noch nicht so übersättigt waren mit allen möglichen Angeboten, haben die Menschen noch gestaunt über die Natur, wie die Pflanzen wachsen. Heute weiß jeder, der Strom kommt aus der Steckdose und die Milch vom Villa und eine Kuh hat keiner mehr gesehen. Also die Abkopplung von der Natur hat auch zu einer Verengung des Blickwinkels des Menschen geführt. Also der naturwissenschaftliche Begriff beginnt eigentlich erst mit der Neuzeit, mit den Experimenten von Galileo Galilei am schiefen Turm von Pisa. Er macht seinen Fallversuch, er macht Experimente, er untersucht, wie lange braucht ein Stein, bis er runterfällt und so weiter. Das heißt, die moderne Naturwissenschaft versucht, die Natur zu zwingen, sich zu zeigen. Bis in die Gene hinein, und bis in die DNA hinein, bis in die Moleküle hinein, immer tiefer dringen wir ein und versuchen zu verstehen, was Leben ist, und je mehr wir das versuchen, desto weniger wissen wir es. Ich bin viel in Diskussionen mit Biologen, die sagen mir immer mehr, wir wissen nicht, was Leben ist. Obwohl wir ja denken, wir haben die Biologie, die Lehre vom Leben, und je tiefer wir eindringen, desto weniger wissen wir. Was es ist, es ist ein Phänomen, dass das Leben sich den Zugriff entzieht, auch dem wissenschaftlichen Zugriff. Und auch das ist eine Entwicklung der letzten 150 Jahre, dass die Physik durch Quantenphysik und vor allen Dingen auch durch die Heisenbergsche Unschärferelation oder die Unschärfe, das gibt es einen neuen Begriff dafür jetzt. Na, lassen wir es mal bei der Unschärferelation, Unbestimmtheitsrelation herausgearbeitet hat, dass wir nicht Ort und Impuls eines mikrophysikalischen Teilchens gleichzeitig bestimmen können. Das heißt, die Naturwissenschaft aus sich heraus hat eine Begrenzung erfahren oder entdeckt, dass sie mit naturwissenschaftlichen Methoden alleine die Welt nicht erklären kann, wie sie ist. Und zwar grundsätzlich nicht. Nicht, weil wir nicht weit genug sind, sondern grundsätzlich nicht. Also hier zeigt sich die Begrenztheit des naturwissenschaftlichen Zugangs.
Aus der Quantenphysik wissen wir, dass alles, auch was statisch äußerlich aussieht, eine Wechselwirkung ist. Und ganz besonders sehen wir es in der modernen Genetik, Genetik, Epigenetik. Alles ist ein Dialog, alles ist ein Wechselwirkungsgeschehen. Nichts ist still, während ich hier rede, werden Zellen abgebaut, umgebaut, neu gebaut. Wenn sie hier rausgehen, haben sie einen ganz anderen Körper, als sie hier reingekommen sind. Also eine riesige Maschinerie des ständigen Verwandlungsprozesses. Also einerseits erkennen wir die Endlichkeit der naturwissenschaftlichen Zugänge. Andererseits wollen wir immer mehr Ganzheiten erkennen in der Naturwissenschaft. Das hat die Nachsilbe Omics, Pharmakogenomics oder Genomics oder Proteinomics. Also man versucht, die Ganzheiten zu erkennen. Und worauf stößt man? Wieder auf ein neues Phänomen, was die ganze Medizin revolutioniert, dass die Menschen nicht vergleichbar sind. Das klingt simpel, ist aber hochrevolutionär, weil damit die ganze naturwissenschaftliche Verallgemeinerbarkeitsklausel sozusagen nahezu hinfällig wird. Sondern Pharmakogenomics, ich greife wieder nur einen Bereich heraus, haben eben gezeigt, dass bei ähnlichen Krankheitsbildern, sagen wir Brustkrebs bei Frauen, ähnliches Alter, ähnliche Physiologie, doch dieselben Medikamente sehr unterschiedlich wirken, aufgrund des unterschiedlichen Genoms. Also merkt man, man muss sehr individuell therapieren, und das ist die Zukunft der Medizin, individualisierte Medizin oder personalisierte Medizin. Man wird die genetische Grundstruktur bestimmen. Ich habe da in unserem transdisziplinären Think Tank, haben wir das letzte Mal genau darüber gesprochen, wie die Medizin immer individueller werden wird, auf den Einzelnen zugeschnitten, und dann ist im Grunde die Verallgemeinerbarkeit nahezu dahin. Natürlich können Sie weiter in Stammzellforschung machen, in chinesischen Laboratorien wie hier, und Sie können es publizieren in Science and Nature. Aber wie weit das anwendbar ist auf den Einzelnen, das wird die Zukunft erst zeigen. Der Einzelne ist naturwissenschaftlich nicht erfassbar, also brauchen wir eine neue Wissenschaftstheorie, die nämlich das Verallgemeinerbare mit dem Einzelnen verbindet. Und darum arbeiten wir gerade in einem kleinen Think Tank, wie gesagt. Also wir haben die Revolution, dass die naturwissenschaftlichen Zugänge erkennen, sie sind begrenzt, sie können die Welt nicht erfassen, wie sie sind. Wir haben aus der Naturwissenschaft heraus, aus der Medizin heraus, erkennen wir den Einzelnen als Person. Und da kommt natürlich jetzt die ganze Philosophie und die Theologie hinein. Also ich mache einen Sprung und versuche kurz zu erläutern, was Christentum ist. Und versuche dann in einem dritten Schritt das zusammenzubauen und sagen, was bedeutet Christentum für den Dialog der Theologie mit den Wissenschaften, mit den übrigen Wissenschaften. Und was bedeutet Christentum für meinen Alltag? Ich habe schon angefangen, wir haben die großen asiatischen Religionen, ich kann das nur ganz kurz noch einmal replizieren, mit Reinkarnationsglauben, mit Göttervorstellungen, Brahma, Shiva, Vishnu in Indien. Das sind im Grunde eine Art Mythologie, ein Mythos. Man überlegt sich, wie kann die Welt entstanden sein, welche Götter haben dann welche Verkehre miteinander gehabt und wie ist die Welt sozusagen entstanden. Das sind Vorstellungen des Menschen, die zwar im weitesten Sinne, könnte man sagen, vielleicht von einem göttlichen Geist inspiriert sind, aber ich glaube, für diese Göttervorstellung trifft am ehesten noch das zu, was Anselm Feuerbach gesagt hat, die Projektionen des Menschen, der Mensch projiziert sich Götter an den Sternenhimmel, er kann vieles nicht erklären, er sagt, da müssen göttliche Gestalten dahinter sein, zerstörende Gestalten und erhaltende Gestalten und vieles mehr. Also Projektionen des Menschen, der sich seine Götter schafft, der Buddhismus dann eine Religion ohne Gott und jetzt die große Kehrtwendung. Und meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, das Einzige, was man mitmachen muss, diesen einen einzigen Schritt, wenn man überhaupt verstehen will, was eine Offenbarungsreligion ist. Dass es möglich ist, ich drücke es ganz vorsichtig aus, dass es möglich ist, dass der letzte Seinsgrund, philosophisch gesprochen, also das, was die Welt im Innersten zusammenhält mit Goethe, dass dieser letzte Seinsgrund einen personalen Charakter hat und dass der aus seinem Versteck hervortreten kann. Das ist nämlich das, was die Juden glauben, dass der Urgrund allen Seins, wir nennen ihn den Schöpfer, die Juden nennen ihn Yahweh, dass dieser Urgrund des Seins aus seinem Versteck hervorgekommen ist und sich offenbart hat, dem Volk Israel, mit Moses gesprochen hat, mit dem Volk gesprochen hat, aber ohne sich in Erscheinung zu bringen, ohne dass man sein Gesicht sieht. Im Alten Testament heißt es noch, niemand, der Gott gesehen hat, kann am Leben bleiben oder jeder, der Gott sieht, stirbt. Also das göttliche Prinzip, könnte man sagen, oder diese Personalität des Göttlichen nähert sich der Welt in Dosen, in kleinen Dosen, ganz von ferne, im Judentum ganz schemenhaft. Und unsere christliche Auffassung ist, dass dieser göttliche Urgrund ganz menschlich wird.
Also nachher vielleicht zu den Begriffen. Der hebräische Begriff für dieses sich äußern Gottes, für dieses Sprechen und Handeln heißt Dabar. Und das haben wir dann ins Griechische übersetzt mit dem Begriff Logos. Also Dabar, das Sprechen und Handeln, sehr konkret. Gott handelt an seinem Volk Israel. Das haben wir jetzt durch die griechische Philosophie inspiriert, sehr abstrahiert. Und haben das mit Logos übersetzt. Sie kennen das Johannesevangelium. Im Anfang war der Logos. Und das haben wir dann ins Deutsche, glaube ich, noch einmal mit einem Bedeutungsverlust übersetzt, mit im Anfang war das Wort. Ich würde das gerne im Griechischen stehen lassen, im Anfang war der Logos, und zwar im Anfang, nicht am Anfang, in allem Anfang, also auch jetzt, in allem Ursprünglichen. Anfang hat was mit Ursprung zu tun, mit etwas Neuem, was neu anfängt. Dass in allem, was neu anfängt, jedem Anfang wohnt ein Zauber in der Hermann Hesse, dass in allem Anfang dieser Logos präsent ist. Ich bleibe deswegen gerne beim Begriff Logos, weil das uns die Brücke schlägt zu den Wissenschaften. Wir glauben, dass der göttliche Logos die Welt geschaffen hat, das nennen wir Schöpfertum, dass derselbe Logos in dieser Welt herrscht, dieselbe Logik in dieser Welt herrscht, sonst könnten wir gar keine Naturwissenschaften betreiben, meine Damen und Herren. Die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir überhaupt Naturwissenschaften betreiben können, ist, dass die Welt geordnet ist. Ordnung heißt aber nicht, ich habe es eben schon angedeutet, starre Ordnung, sondern dynamische Ordnung. Die Sonne dreht sich, dachte man früher, heute wissen wir, sie steht. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Sterne haben ihre Bahnen. Das Herz schlägt, alles ist in Bewegung. Das heißt, diese Ordnung ist immanent in allem, aber nicht starr. Ich habe gerade gesagt, Wechselwirkung, Quantenphysik, Genetik, Epigenetik. Zusatzinformationen. Also, im Alten Testament ist das so ausgedrückt, haben wir jetzt über Ostern gelesen, im Anfang war die Welt wüst und leer, der hebräische Begriff für wüst und leer heißt Tohu Wabohu. Im Anfang war das Tohu Wabohu oder auf Griechisch das Chaos. Und durch das Eingreifen des göttlichen Geistes wird daraus Ordnung, Kosmos. Ich habe vor einem halben Jahr mit zwei Physikern eine ganze Nacht lang diskutiert in der sogenannten Nacht der Kirchen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können vieles erklären, aber wir wissen nicht, woher die Naturgesetze kommen. Und darf man sich das nicht so vorstellen, dass der liebe Gott da an der Tafel sitzt in seinem Himmel und jetzt aufschreibt E gleich M mal C Quadrat und jetzt kommt dann die Lichtgeschwindigkeit dazu, sondern die Schöpferkraft Gottes, wenn es ihn denn gibt, diese Schöpferkraft Gottes ist eben so, dass er etwas ins Sein setzt. Durch sein Wort, durch seinen Logos etwas ins Sein setzt und dann ist es da. Und dann entwickelt sich das von alleine. Wir nennen das die Selbsttranszendenz des Lebendigen. Evolution ist auch für den Christen gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum das immer wieder diskutiert wird. Warum soll nicht eine Schöpfung entstehen, die sich selber weiterentwickelt? Während ich hier rede, feuern meine Potenzialschwankungen im Gehirn, ihre auch, oder sie langweilen sich, sie fallen gleich in den Beta-Schlaf oder Gamma-Schlaf oder was auch immer. In jedem Fall passiert da was. Aber der liebe Gott dreht da nicht die Schräubchen herum, sondern hat es so eingerichtet, dass sich das von alleine anpasst. Das hat die Evolution und die Evolutionstheorie gut gezeigt, dass wir uns anpassen müssen an je neue Bedingungen. Wir haben heute ein anderes Gehirn, als wir vor 200 Jahren hatten, weil wir ganz andere Dinge lernen müssen und so weiter. Also dieser göttliche Logos ist in allem. Er ist Mensch geworden, das ist unsere christliche Philosophie. Dieses sich äußern Gottes ist ein sehr menschliches. Das Alte Testament hat noch gesagt, macht euch kein Bild von Gott, das bleibt auch, wir sollen ihn nicht in unsere kleinen Schubladen fressen. Das Neue Testament sagt, du sollst dir sehr wohl ein Bild von Gott machen, weil wir davon ausgehen, dass Jesus Christus das Bild Gottes ist, die Ikone Gottes ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, das heißt übersetzt, durch die Ikone dieses Mensch Gottes, Gottmenschen hindurch, kann ich erkennen, wer Gott ist. Wenn es nicht so arrogant klänge, müsste man sagen, der Christ ist eigentlich der Einzige, der weiß, wer Gott ist, weil er über die Person Jesu Christi, die ein Mensch ist, durch ihn hindurch schauen kann auf den, der Gott ist. Das wissen die asiatischen Religionen so nicht, weil sie eine andere Gottesvorstellung haben. Das weiß auch das Judentum so nicht, weil es nicht diesen menschgewordenen Gott hat. Und das wissen die Muslime auch nicht. Darüber kann man jetzt lange diskutieren, das kann man jetzt wissenschaftstheoretisch wieder alles hinterfragen. Tun wir nicht hier etwas hineininterpretieren, was wir dann hinterher wieder herausholen. Das müsste man jetzt, da müssten wir einen neuen Vortragszyklus geradezu einleiten. Also ich kann jetzt nur beschreiben, wie es sich geschichtlich entwickelt hat. Das Judentum geht davon aus, dieser Urgrund äußert sich. Dieser Urgrund wird Mensch.
Und dieser Urgrund durchwirkt die Welt, das nennen wir Heiligen Geist. Und damit haben Sie schon das erste große christliche Dogma von der Dreifaltigkeit ganz einfach erklärt. Der eine Gott ist der Urgrund allen Seins. Derselbe Gott ist der Urgrund in mir, Seelengrund. Da kommt uns das deutsche Wort Grund aus der mittelalterlichen Mystik bei Meister Eckhart. Der Seelengrund in mir, den nennen wir Heiligen Geist. Und derselbe Gott in allem Innerwelt, zwischenmenschlich und in den Strukturen der Welt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben das leider für die Menschen etwas schwierig gemacht, dadurch glauben die Muslime bis heute, wir glauben an drei Götter. Wir haben gesagt, ein Gott in drei Personen. Ich glaube, man müsste das heute neu übersetzen. Das ist zwar dogmatisch falsch, was ich jetzt sage, ich sage es trotzdem. Ein Gott in verschiedenen Erscheinungsweisen oder ein Gott in verschiedenen Äußerungsmöglichkeiten. Einmal als Äußerungsmöglichkeit in der Natur, als Äußerungsmöglichkeit in mir, in meinem Innersten. Augustinus, du bist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Und als äußerliche Äußerungsmöglichkeit in sozialen Systemen, in zwischenmenschlichen Beziehungsgeschehen ist. Ich weiß nicht, ob es darüber hinaus noch mehr gibt, aber ich glaube, das sind mal die wesentlichen Fragen. Also Trinität heißt, ein Gott zeigt sich in verschiedener Weise. Und jetzt müssen Sie es noch einen Schritt weiter denken. Jetzt kann man fragen, ja, wenn Gott der Schöpfer der Welt ist, dann muss der auch vor der Welt schon da gewesen sein. Also war der auch vor der Welt schon in dieser trinitarischen Struktur? Antwort der Theologen, ja. Und das hat wiederum große Auswirkungen auf die ganze Frage der Politik. Ein Gott in drei Personen heißt, Gott ist ein Beziehungsgeschehen in sich. Also wenn die Liebe das Oberste ist, Liebe braucht ein Gegenüber. Wenn Gott alleine wäre im Himmel, ich sage es etwas menschlich, dann brauchte er die Welt, um ein Gegenüber zu haben. Wenn er die Welt brauchen würde, hätte er einen Mangel und er würde im Grunde den Menschen missbrauchen dafür, damit er sich nicht langweilt. Also es ist schlüssig zu sagen, Gott ist dieses Beziehungsgeschehen in sich. Er braucht die Welt nicht, er ist vollkommen frei, die Welt zu schaffen. Er war vor der Erschaffung der Welt noch allmächtig, er hätte es tun können, er hätte es auch lassen können. Dann, das ist jetzt meine These, die wir diskutieren können, dann hat er sich seiner Allmacht begeben, indem er eine endliche Freiheit geschaffen hat, nämlich die endliche Freiheit des Menschen. Und die endliche Freiheit des Menschen birgt das Risiko, dass der Mensch dazu Nein sagt. Und das ist die Paradiesesgeschichte, der Mensch sagt Nein zu diesem Angebot Gottes. Dass Gott ihm sagt, du kannst alles machen, aber halte dich an ein paar Regeln und von dem soll und sollst nicht essen und so weiter. Aufgrund der Freiheit kann der Mensch dazu Nein sagen, das hat er getan, dadurch kommt das Übel in die Welt. Unde malum, ein großes Thema bei Augustinus, woher kommt das Böse, es kommt aus dem Menschen. Unsere Vorstellung von Gott ist nicht so, dass er gut und böse zugleich sein kann. Luther hatte noch solche Vorstellungen, dass er sagt, wie kriege ich einen gnädigen Gott, aber das will ich jetzt nicht lange andiskutieren. Also die Frage ist, das Böse kommt durch die Freiheit des Menschen in die Welt, weil der Mensch sich nicht danach richtet, dass er nur ein Geschöpf ist, er will selber der Schöpfer sein. Also diese Dreifaltigkeit war schon vor Erschaffung der Welt da, Gott war in sich ein Beziehungsgeschehen und deswegen war er ganz frei oder ist er ganz frei gewesen. Und meine Damen und Herren, das kann ich auch nur andeuten, das hat große Auswirkungen für die ganze Frage der Politik, für die ganze Frage der Freiheit. Viel diskutiert ist der Koran von seiner Struktur her überhaupt demokratiefähig. Also wir gehen davon aus, dass das göttliche Wort sich inkarniert hat in einer lebendigen Person. Dass der Gott frei ist und dass auch der Mensch frei werden soll. Und man dazu die bestmöglichen Strukturen schaffen muss. Die Muslime gehen davon aus, dass das göttliche Wort illiteriert hat. Also in den Buchstaben des Koran illiteriert hat, in den Buchstaben des Buches und bis heute diskutiert wird, ob man das überhaupt übersetzen darf. Sie wissen, wir haben ein neues Islamgesetz bekommen vor ein paar Wochen, ich habe im Hintergrund ein bisschen mitgearbeitet. Es war eine große Diskussion, könnten die Muslime eine authentische deutsche Übersetzung vorlegen? Nein, sie haben es bis heute nicht getan. Unterschiedliche Schulen sagen, wer interpretiert es falsch, ich interpretiere es richtig und wer interpretiert es falsch, man kann sich nicht einigen, übrigens deswegen sind sie auch in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas nicht als Religionsgemeinschaft akzeptiert, öffentlich, weil es keine authentische Auslegung gibt. Das ist aber nur ein Nebengleis. Ich will nur sagen, wir reden immer davon, wir glauben alle an denselben Gott. Nein, meine Damen und Herren, wir glauben nicht alle an denselben Gott. Wir müssen uns dieser Diskussion stellen. Ich glaube, die Herausforderungen der nächsten 100 Jahre werden genau diese sein, über die unterschiedlichen Gottesbilder zu diskutieren und ihre Auswirkungen auf die innerweltlichen Strukturen, die Demokratie, Freiheit und so weiter, Gleichberechtigung von Mann und Frau etc. etc. Ich fasse zusammen. Also vielleicht noch ein zweites Dogma kurz angesprochen. Das sind die beiden großen Dogmen des Christentums. Sie sollen eine Zwei-Naturen-Lehre. Man spricht davon, dieser Gott war Mensch und Gott zugleich, dieser Jesus Christus.
Und das gilt im Grunde für jeden von uns. Also alles das, was die christliche Dogmatik aussagt, übrigens in allen drei Konfessionen, evangelisch, orthodox, christlich, katholisch. Zwei Naturenlehre heißt, wir haben menschliche Anteile, wir haben göttliche Anteile. Und diese ringen miteinander. Goethe hat es sehr schön ausgedrückt, dichterisch ausgedrückt. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Es zieht mich nach links, es zieht mich nach rechts. Es gibt verschiedene Stimmen in uns, Stimmungen. Da sind Wahrheitsanteile, da sind göttliche Anteile, da sind menschliche Anteile. Und die müssen irgendwie zur Übereinstimmung gebracht werden. Und das ist das, was wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Wir sollen uns diesem göttlichen Willen angleichen, aber nicht als eine Fremdbestimmung, nicht als eine Über-Ich-Bestimmung, sondern diese göttliche Wahrheitsstimme in mir. Das heißt, mich diesem göttlichen Willen, dieser göttlichen Wahrheit anzupassen, heißt meine eigene Identität finden. Und meine Damen und Herren, da sind wir weit entfernt, jedenfalls sage ich das von meinem katholischen Raum. Wir haben an die Stelle Gottes die Kirche gesetzt, die mir als Über-Ich-Struktur sagt, was ich zu tun habe. Das ist für Kinder ist das ganz gut, wir brauchen diese Über-Ich-Strukturen. Aber dann muss man sich davon emanzipieren, ein Schritt weit. Also dein Wille geschehe kann christlich nur heißen, es gibt die göttliche Stimme in mir, die Wahrheitsstimme in mir und die will mich zu mir selbst führen. Also ich werde fremdbestimmt auf die Welt geworfen, meine Eltern zeugen mich, ich werde gar nicht gefragt. Und die Frage ist, wie komme ich aus der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung? Und das ist ein zutiefst theologisches Geschehen, dass ich nämlich meinen innersten Seinsgrund finden muss, meinen Ursprung finden muss, der jenseits meiner Eltern liegt, um zu mir selbst zu finden. Dargestellt in der biblischen Geschichte vom 12-jährigen Jesus, er haut ab von den Eltern, er geht in den Tempel, die Eltern sagen, du hast uns alleine gelassen, wir haben uns Sorgen gemacht. Und er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Und Vater heißt im Aramäischen auch Ursprung. Also er muss zu seinem Ursprung und der Ursprung sind eben nicht die leiblichen Eltern, sondern der Ursprung, das gilt für jeden von uns, der Ursprung von uns liegt anderswo. Zumindest der philosophische Hintergrund dafür, dass der Professor Bucher-Holdenfeld immer von Anfang und Beginn spricht. Lebensbeginn ist etwas anderes als der Lebensanfang. Angefangen haben wir schon viel früher, der Ursprung liegt schon ganz woanders, aber wir beginnen mit der Zeugung. Aber der Anfang ist viel umgreifender. Also, der Mensch wird fremdbestimmt in die Welt geworfen. Heidegger sagt, er ist der Geworfene. Er soll aber zu seiner Autonomie heranreifen. Meine These ist, die kann man diskutieren. Er findet diese Autonomie nur, wenn er einen tieferen Grund in sich findet, der ihn übersteigt. Daher kommt übrigens das Wort Identität. Wer noch Griechisch gelernt hat, Id ist die Aorist-Vorsilbe für Blepei. Die Identität hat was zu tun mit Anblicken. Das wissen wir psychologisch, dass das Kind von der Mutter angeblickt werden muss. Und theologisch tiefer, der Mensch muss von einem anderen Grund angeblickt werden, vom anderen Absoluten angeblickt werden, von dem, den wir Gott nennen, angeblickt werden, um seine Identität zu finden. Blaise Pascal, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches. So komisch das klingt, so paradox das klingt, der Mensch findet seine innere Mitte und seine Identität nur, wenn er sich auf einen absoluten Grund in sich verlässt, das nennen wir Glauben, und von diesem absoluten Grund her wieder zu sich selbst zurückfindet. Fremdbestimmung von außen, hindurch durch das Wasser meiner tiefen Seelenschichten, das nennen wir Taufe, in den Urgrund, den wir Gott nennen, zurück zu meiner eigentlichen Identität. Das wäre sozusagen die dreifaltige Sicht aus der Sicht des Menschen. Ich fasse zusammen, was hat nun das Christentum, dieses so jetzt kurz dargestellte Christentum mit den Wissenschaften zu tun? Vielleicht noch ein Begriff, der mir wichtig ist, nämlich den Begriff der Autorität. Was ich eben beschrieben habe, dass wir von innen her wachsen sollen, dass wir groß werden sollen, dass wir zu uns selbst heranwachsen sollen, das ist der eigentliche Begriff von Autorität, von Augere wachsen lassen. Mein innerer Seelengrund, das Göttliche in mir, wenn Sie wollen, will mich wachsen lassen, zu dem heranwachsen, der ich bin. Wenn ich das ersetze durch die Autorität einer Über-Ich-Struktur, was wir jahrtausendlang gemacht haben, komme ich zu einer Unterdrückung des Menschen und zu einer Selbstentfremdung des Menschen. Und wir sind noch ganz am Anfang, mal herauszuarbeiten, dass Christentum die Lehre von der Selbstentfaltung und Selbstwertung des Menschen ist und nicht von der Selbstverleugnung, ein ganz gefährlicher Begriff, über den man viel sprechen muss. Also Christentum ist die Lehre von der Hinführung des Menschen zu sich selbst, werde der du bist, ist schon in der griechischen Philosophie und das müssen wir viel tiefer christlich unterfassen. Also was hat das jetzt zu bedeuten für unser Thema? Fasse zusammen, einmal für die Frage der Wissenschaften und einmal für die Frage des Alltags. Für die Frage der Wissenschaft habe ich schon angedeutet. Für die Naturwissenschaften
Wir sind eine Logos-Religion, es gibt keinen Widerspruch zwischen Theologie und Naturwissenschaft, weil derselbe Logos in allem wirkt, auf je unterschiedliche Weise. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, der eine Gott auf je unterschiedliche Weise. Der eine Logos wirkt im Menschen anders als in den Naturgesetzen. Es ist aber der eine Logos, da könnte man viel jetzt über Pluralität sprechen. Wir haben bereits in unserem Gottesbild die Einheit in Vielheit. Die Pluralität bereits im Urgrund. Was haben wir noch im Urgrund? Den Dialog, die Wechselwirkung. Das, was wir als Spur finden in der Naturwissenschaft, in der Verschaltung zwischen Genetik und Epigenetik, haben wir in dem Urgrund des Seins auch. Trinität, habe ich kurz angedeutet. Beziehungsgeschehen, Wechselwirkungsgeschehen. Also Naturwissenschaft und Theologie gehören zusammen, weil sie denselben Logos enthalten, auf je unterschiedliche Weise. Medizin. Wir wissen, dass Krankheiten entstehen durch inneres Ungleichgewicht. Das Immunsystem wird unterdrückt, Krebserkrankungen wachsen besser. Dieses innere Gleichgewicht ist eine zutiefst spirituelle Frage. Wie finde ich meinen inneren Frieden? Ich habe gesprochen von dem zerrissenen Menschen. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Der Mensch hat eine Aufgabe, seinen inneren Frieden zu finden. Und er kann das tun durch eine spirituelle Praxis. Meinetwegen durch Meditation, durch Gebet, hinhören in sich, was geht in mir vor, wie finde ich diese göttliche Wahrheitsstimme in mir. Hat zutiefst Auswirkungen auf die genetische Verschaltung, das wissen wir inzwischen. Wir wissen, dass die Hirnphysiologie sich ändert bei betenden Menschen. Wir wissen, dass die genetisch-epigenetischen Verschaltungen sich ändern bei meditierenden Menschen. Das wird die Forschung der Zukunft sein. Ich habe gerade für ein großes Klinikum und für eine Universität ein Gutachten geschrieben, was die Forschungsschwerpunkte der nächsten Jahrzehnte sein werden. Da habe ich gesagt, Hirnphysiologie und Genetik. Weil die hirnphysiologischen Zusammenhänge, die etwas nachweisen können über ein spirituelles Leben, ganz unmittelbar zusammenhängen mit der genetisch-epigenetischen Verschaltung. Und da sehen Sie sofort die Verbindung zur personalisierten Medizin. Die Verantwortung des Einzelnen für Krankheit und Gesundheit wird enorm zunehmen. Weil wir nämlich sehr viel wissen, was das mit dem persönlichen Lebensstil zu tun hat. Und das wird wieder Auswirkungen haben auf die Krankenkassensysteme. Was sollen die Krankenkassen noch zahlen und wo muss der Einzelne die Eigenverantwortung übernehmen? Da stehen wir ganz am Anfang. Also auch diese Spiritualität in der richtigen Weise vermittelt dann eine große Auswirkung für Krankheit und Gesundheit. Und meine Damen und Herren, wenn ich das kurz mal sagen darf, das Christentum ist eine heilende Religion, eine therapeutische Religion. Wir sprechen vom Heiland, wir sprechen vom Heiligen Geist. Dass wir in der Kirchengeschichte viel Krankenmachendes rübergebracht haben, ist ohne Frage. Und dass Sigmund Freud in Wien seine Psychoanalyse entwickelt hat, kommt auch nicht von ungefähr. Es gibt ausgesprochen psychopathologische religiöse Strukturen. Also meinen Laden kenne ich ganz gut und weiß ziemlich genau, was ich verliere. Über die Protestanten möchte ich nichts sagen. Also wir müssen von der richtigen Religiosität sprechen, die eine therapeutische Wirkung hat, eine heilende Wirkung hat, den Menschen zu sich selbst, für seine innere Mitte finden. Das hat enorme Auswirkungen, habe ich schon gesagt, auf Genetik, Epigenetik, auf das Immunsystem und von daher auf Krankheit und Gesundheit. Soziologie habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Psychologie. Ich würde mal, das hat einer der dümmsten Sprüche gesagt, Religion ist Privatsache, meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob ich jemanden erziehe, einen jungen Menschen zur Nächstenliebe, zur Feindesliebe und zur Selbstliebe oder zum religiösen Fanatiker, Fundamentalisten und Terroristen. Wie Sozialsysteme funktionieren, wie Systeme überhaupt funktionieren, hat immer auch zu tun, jedenfalls was den Menschen angeht, wie der Mensch geprägt ist. Die Bedingung der Möglichkeit dafür, wie er sozialfähig ist, wie er konfliktfähig ist. Mir sagen Leute aus Schulen, die Kinder sind gar nicht mehr empathiefähig, weil sie zu viel Internet schauen, zu viel Fernsehen schauen. Die Empathiefähigkeit der Kinder nimmt ab, sie sind gar nicht mehr beziehungsfähig. Das alles sind zutiefst religiöse Fragen. Ora et labora heißt es im Benediktinerorden, bete und arbeite, geh in die Stille. Das Gehirn braucht doch Ruhe, ganz physiologisch, braucht doch Zeit. Wenn ich dem Gehirn nicht Ruhe gebe nach der Schule und mich mal hinlege oder mal spazieren gehe oder meinetwegen auch meditiere oder bete oder was auch immer, wird das Gehirn das nicht verarbeiten können, was es morgens gelernt hat. In Deutschland machen immer weniger Jungs Abitur, weil sie zu viel Internet schauen nach der Schule, sie haben alles vergessen und so weiter. Eine große Frage Soziologie und Religiosität. Was ist die Bedingung dafür, dass der Mensch überhaupt gemeinschaftsfähig wird? Das Recht, ich habe schon gesagt, was ist Demokratie? Das hat mit unseren Gottesbildern zu tun. Ich bin Mitglied der Bioethikkommission. Natürlich bringe ich da irgendwie meine christlichen Werte mit hinein. Ob jetzt die alle in anderen Teilen, ist eine andere Frage. Aber die Frage ist, wir haben Verantwortung für die nächsten Generationen und das Einzige, was das noch regeln kann, ist das Recht, weil die Menschen oft von ihrer Bildung ja dazu nicht in der Lage sind. Psychologie, habe ich schon gesagt, Reifungsschritte. Wie komme ich aus der Pubertät in die nächste Reifungsschritte? Wie komme ich durch die Lebensmittel hindurch? Ein zutiefst spirituelles Thema. Johannes Tauler, ein mittelalterlicher Mönch, hat viel darüber geschrieben. Selbst C.G. Jung hat gesagt, jenseits der Lebensmittel hatte ich keinen Patienten,
dessen eigentliches Problem nicht das der religiösen Einstellung gewesen wäre, sagt er als Psychologe. Und da müssen wir mal definieren, was heißt die Religion? Heißt, wie ich es angedeutet habe, den letzten Grund finden in sich, wo ich Halt finde, wo ich zu meiner Identität finde, etc. Dann natürlich die ganze Frage, die Beziehung zur Philosophie, habe ich schon geschrieben. Wir brauchen die philosophischen Gedanken, wir müssen nachdenken, wir brauchen Bildung, wir müssen mehr Ethikunterricht in die Schulen bringen, wir brauchen philosophische Bildung und von dieser philosophischen Bildung aus auch die theologischen Aspekte mit hinein. Und für die persönliche Reifung, habe ich schon gesagt, wie komme ich aus der Heteronomie zur Autonomie, auch das, glaube ich, ist ein zutiefst religiöses, spirituelles Thema, dass ich meinen Grund in mir finde und von dort her zu mir selbst erwache. Also zusammengefasst, das klingt ein bisschen komisch jetzt, weil es arrogant klingt, das Christentum ist im besten Sinne, jetzt werden Sie gleich erschrecken, katholisch, aber nicht römisch-katholisch, sondern katholisch heißt allumfassend. Katholos heißt ganz. Es umfasst alle Bereiche. Es umfasst die Bereiche der Wissenschaft, es umfasst die Bereiche der persönlichen Reifung, es umfasst die Natur, es umfasst den menschlichen Geist, es umfasst sogar den ganzen Kosmos. Also, darüber können wir gerne diskutieren, ob das stimmt. Die Diskussion ist eröffnet. Vielen Dank.